Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Staffel 6. Wir gucken mal, was ich getan hat, nix. Wir machen jetzt weiter mit RotoryCraft. Da habe ich ein paar Sachen schon im Inventar. Ich beginne hier mit der CVT-Unit. Die haben wir ja. Da habe ich gesagt, dass ich sie vorcraften werde. Mit unserem Bedrock-Dust. Nehmen wir draus und dann wollte ich noch ein paar Sachen bauen. Extraktor wollte ich eigentlich noch bauen, habe ich glaube vergessen. Extra Tor. Aber den von RotoryCraft logischerweise. Der hier. Okay, dann lass mal weg. Schauen wir mal. Fermenter. Aha, aber die Sachen, was ich da gebaut habe, das hier. Was habe ich da gebaut? Weiß ich schon wieder. Gas. Das war für die Gas-Engine da. Nein, nicht der, sondern die Gasoline-Engine. Für die habe ich das gehabt. So, die brauchen wir auch nochmal. Dann brauchen wir nochmal was, und zwar den Extraktor. Den brauchen wir auch etwas später. Zuerst brauchen wir einen Fermenter. Tor. Menter. Tor. Der. Okay. Der sollte einfach sein. Da haben wir aber nichts da. Da brauchen wir jetzt die Base. Haben wir nichts mehr. Okay, dann können wir da 4 Stück machen. Das heißt 6 Stück für uns. Impeller können wir uns nicht machen, dann müssen wir den auch zuerst machen. So. Außer wir haben noch Impeller, aber das glaube ich nicht. So, den hier. Dann haben wir schon alles, dann können wir den gleich hier machen. Zack. Oder auch nicht, was fehlt denn? 1, 2, 3, 4. Den hier, also HSLA Stahl fehlt uns. So. 1, 2, 3, 4. Hammer. Fermenter. Dann brauchen wir hier eine sogenannte DC Electric Engine. Ein Schalter. Haben wir gar keinen mehr, dann Stick. Hier, zack. Wir brauchen eigentlich maximal 2, ich schätze mal. Bedrock Shaft brauche ich nicht mehr. Pipes brauche ich auch nicht mehr. Genau, zu den Pipes. Da habe ich da hinten schon unser Cube ist voll. Hier habe ich eine Leitung unten hergezogen. Hier haben wir unsere Basic Factory. Hier unsere Basic Factory in Smelterform, also hier der Crusher, hier der Smeltering. Und hier kommt es raus. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Stein reinschmeiße, wird der Stein automatisch. Hier sieht man ja, rot ist Input, blau ist Output. Dann habe ich gesagt, blau nach Dark und automatisch auswerfen. Also blau nach rechts, so meine ich. Hier sage ich dann Input rot, rot von der linken Seite. Also es ist eigentlich gleich wie bei Thermal Expansion. Man muss einfach die Farben schauen und welche Seite. Vorne, hinten. Und das war's. Und hier sage ich auch wieder, der blaue Slot nach rechts, so rechts, hier ausgeben und unser Stein ist wieder hier. Hier wird dazu Cobblestone und hier wird natürlich wieder geschmolzen, ist ja logisch. Dann bleibt ein Stein. Wir haben mal so konkreten Stein, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich da drauf laufe, ist irgendwie schneller oder so, keine Ahnung. Kommt mir nur so vor. Und bla bla bla, das haben wir, das haben wir. Schaft-Dingsbums, das brauche ich normal nicht, das gehört hier rein. Die Base-Panel kann hier rein. Und ich wollte den und den aufstellen, aber wo stellen wir das auf? Das werden wir jetzt einfach mal hier irgendwo aufstellen, das gehört ja hier zu den ganzen anderen dazu. Ich weiß nicht, wo der Input ist. Ah, hinten, okay, so. Dann den Motor hier hin.
eine Schalter dran anschalten. Kriegt Energie hier. So, wir müssen jetzt das herstellen. Und zwar müssen wir herstellen. Ah, gute Frage. Ethanol, glaube ich, war das. Ethanol? Nee. ETH. Ethanol, okay. Das müssen wir herstellen. Und dafür brauchen wir dann Sludge. Sludge bekommen wir, wenn man Yeast. Und dies bekommen wir aus Zucker und Dirt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon Zucker haben. Nein. Aber wir haben Zuckerrohr. Und können wir das irgendwie anders weiterverarbeiten, dass wir mehr rausbekommen? Maserator. Das heißt, es müsste ja dann eigentlich in Quascher auch gehen. Mal gucken. Hier. Scheint zu funktionieren. Jetzt schalten wir auf Highsignal. Mal Autosort, zack. Ah, na, hier kommt Biofuel raus. Das will ich nicht. Aus. Warum hat das keine Textur? Das ist auch kein Mensch. Und dann muss Biofuel mal hier rein. Okay, dann klappt das mit dem Quascher nicht. Dann müssen wir das wohl oder übel so per Hand machen. So. Ein Stack und da auch ein Stack. Und dann sollte er vorerst mal genügen. Kann ich ja dann mehr machen. So und so. Und was brauchen wir denn noch? Ist doch nicht doppelt. So. Yeast, so. Zucker, Dirt. Er gibt Yeast. Mehr brauchen wir ja nicht. Kann ich das da oben umschalten? Nee. Mit das tun wir, wenn ich hier neu jetzt ein Signal mache. Ja, nee, das ist der falsche, das brauchen wir nicht. Und das passt schon. Irgendwas mit der Temperatur ist da gestanden. Blablabla, Mix Latch, but Yeast on the top. Ja, ja, das ist klar. Meta on the bottom. Speedwise and Input Speed, bla bla bla. Verstehe ich nicht. Braucht der Wasser vielleicht? Gib mir halt mal Wasser. Den nehmen wir mit. Einmal haben wir eh. Weil ich hoffe, dass das so klappt, dass ich das so mache. Das so und so. Zack, genau. Ah, okay, jetzt geht's. Der braucht doch Wasser. Okay, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Gehen wir noch einen Eimer hier holen. Könnte eigentlich den ganzen Tank mitnehmen und den auffüllen, aber so viel brauche ich ja gar nicht. So, hier runter. Einmal unter Daumen bitte. Den nehmen wir. Zack. Oh. Ja, verirrt ihn hier. Murdoch verirrt sich hier, das gibt's doch gar nicht. Zack. Wo läuft denn der hin? Aha. Aha, wo läuft der hin? Und schon geht's weiter.
Noch mal ein bisschen Yeast wenigstens. Ah. Ja, Murdoch, ich kann dich sehen da. Ganz genau. Der hat von mir eine Pflanze. Land gebrochen. Der will nur Rohstoffe klauen, das ist das Einzige, was der will. Beet Sapling. Zwei lassen wir über mal. So, dann gucken wir mal. Dann müssen wir das oben, das unterhalb und umschalten. Und das braucht wahrscheinlich wieder Wasser, oder? Dann nehmen wir den Tank mit, dann füllen wir den auf. Wenn das wieder Wasser braucht. Andererseits. Bisschen dumm. Das müsste ja auch gehen, oder? So anscheinend nicht, da brauche ich Pipes. Nehmen wir da einfach ein paar Liquid Pipes da, da. So, das kann ich ja hier auch direkt Wasser hinführen. Ja, auch eine Möglichkeit. So, jetzt musst du mal weiter hier, so. Will ich das so mal mit erfüllen, oder? Okay, da geht mit den Pipes nicht füllen. Schade. Wäre cool gewesen, aber ich kann das so machen. Dass ich den hier so fülle. Zack. Schaut halt nicht schön aus, aber es erfüllt den Zweck. So. Zack. Wir bekommen Sludge. Und Sludge kann ich dann ganz normal im Ofen brennen und bekomme Ethanol. Und mit Mimchi sogar zwei. Und das brauchen wir dann in der Gasoline Engine. Und wir brauchen noch den Extraktor. Den werde ich dann auch offline bauen. Nochmal HSLA, Drill. Wobei, so schwer ist er gar nicht. Jetzt mal anschauen, Impeller. Schaft sollte ich eigentlich haben. Schaft, Base haben wir auch noch, Netherrackstein, so Netherrack, ein Stein und was war noch, ein Holz. Naja, das hat ja keine Kunst sein, den zu bauen. Was fehlt denn jetzt? Der Drill, das Holz, der Netherrack. Das hier, der Impeller, glaube ich, so war. Achso, ein Dings fehlt noch. HSLA. So. Der war noch da irgendwo. Gibt's das immer nicht aus, oder was? Du schaffst das. 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 Drill. Stahl. Du und in der Mitte fehlt noch was, also ne, zwei Stahl deswegen. HSLA Stahl. Dann kann es nicht gehen, mir noch ein Stahl gefehlt hat. So. Der ist auch noch hier. Und jetzt müssen wir das aufbauen. Das wird etwas schwieriger. Hm. Das wollte ich dann auch hier hinbauen eigentlich. Hier. Da müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Wasser machen. Vielleicht machen wir uns da eine eigene Wasserquelle noch. Jetzt mal gucken, dass wir hier wohl nicht zu viel haben. Ne, 400 erst. Oder ich baue das Ganze hier in die Ecke rein. Hier bauen wir es einfach hin. So, und zwar brauchen wir hier mal ein 90 Grad, haben wir sowas. Chef, ne, ein Pivel, Pivol, Piv, 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 irgendwie so. BV einfach mal, das genau, Bevel. Da brauche ich davon HSLA Stahl noch. Iron. Da habe ich nicht mehr viel. Deswegen wird Zeit, dass wir das bald bauen. So. Es geht sich die Folge nicht mehr aus. Auf alle Fälle wird das folgendermaßen aufgestellt. Der Extraktor kommt oben hin,
direkt von unten Bauart. Hat dein Inventar den Zip tippt. Und bei mir gefällt das nicht, wie der hier aufgestellt ist. Ha, wie stellt man am besten auf? Wenn man hier mal so anschauen? Nee. Ist der mich verarschen oder was? Kann man halt mal einen Stein runterbauen, so. Und dann so aufbauen. Kann man ihn nicht anders aufbauen? Anscheinend nicht. So, so, und wenn ich so anschaue. Nö, okay, da geht nicht alles aufbauen, da geht nur so. Der dreht sich einfach nicht um. Der hat Anschluss von unten, dann kommt hier die CVT-Unit. Und hier die Gasoline Engine. So. Hier müssen wir alles Belt reinmachen. Belt. Das sind hier so. Belt, da brauche ich dann alles voll, muss ich craften, da muss ich schauen, dass ich noch Leger organisiere. Und mal gucken, was ich hier machen kann. Ah, genau. Dazu kommen wir aber dann später, das werde ich offline nochmal testen. Auf alle Fälle können wir hier das Sludge, was wir hier durchschmelzen, was dann Ethanol wird. Was? Willst du mich verarschen? Kann man doch schmelzen. Macht er nicht. Dann nehmen wir einfach mit Mimicheat. Einmal so. Zack, dann haben wir mal 20. Ethanol ist eben Treibstoff hierfür. Und wenn wir hier ein Ethanol reintun, sieht man, das läuft eine Minute. Nicht mal. Für eine Minute kriegt der hier Strom und zwar gar nicht so wenig. 65 kW und 512 Rad. Also die produziert gar nicht so wenig und das für 40 Sekunden, die mehr mal reinschmeißt, wird hier der Balken voll. Genau, und hier fehlt noch dieses Bell, Bivo, diese Eckdings und dann läuft der Fermenter. Und hier haut man ein Eisen rein und ja, das machen wir nächstes Mal. Alles. Schauen wir dann. Für das erste reicht es mal, dass wir das gebaut haben. Ich werde dann noch offline ein bisschen mit der Wasserversorgung schauen, dass wir das irgendwie noch gebacken kriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein, lasst ein Like und Abo da und tschüss.